Moin, moin, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit The Pathless. Und ja, wir haben den ersten Turm hier schon von seiner Fäule befreit. Uns macht ja so ein bisschen die Feuerwand da so ein bisschen Angst. Da gehen wir aber erstmal nicht hinein. Auch wenn da wahrscheinlich ein Turm steht. Ja, da steht ein Turm drin. Wir machen erstmal die anderen, die hier in der Nähe sind, also da, wo keine Wand ist, und da sehe ich den dort hinten, und da gehen wir jetzt mal hin und versuchen, den einfach mal zu befreien. Hin und wieder leuchten da auch mal rote Sachen auf. Da unten zum Beispiel. Vielleicht sollten wir da mal hingehen. Können wir unseren Blick auch im Flug anwenden? Ja, können wir auch. Ah, nee, nicht hoch. Wir wollen runter. Uiuiuiui. Oh, jetzt haben wir den Adler beschädigt. Nein, das wollten wir gar nicht. Können wir den nicht mehr streicheln? Ah, der ist verletzt, ja. Oh, das war nicht gut, dass wir so abgestürzt sind. Jetzt kriegen wir den gar nicht gereinigt. Nein, ja, es tut uns leid. Ja klar, jetzt hilft er uns auch nicht mehr hier mit dem Fliegen. Aber wie kriege ich das weg? Kriege ich das weg? Das war vorher mit X immer. Aber anscheinend geht es leider nicht. Schade, aber wir müssen hier hoch. Gucken, ob wir hier anderweitig hochkommen. Hier ist wieder ein Schalter drin. Okay, wir können hier mit unserem Blick, denke ich mal, hier durchgehen. Ja, sehr gut. Ah, ich weiß, warum der jetzt so ist. Bestimmt wegen den roten Augen hier von den Eulen. Ich denke mal, deswegen ist der so. Die müssen wir ausschalten. Das war nämlich in einem Raum ja auch so. Das hat uns ja auch nicht geholfen. Weil er Angst hatte vor den roten Augen da oder roten Lichtern. Wir müssen jetzt mal hier hoch und den anderen Schalter betreten. Dann klettern wir mal hier hoch. Ja. Ja. Haben wir es geschafft? Ja. Nur? Geht's ihm besser? Jetzt müssen wir ihn streicheln. Na komm, wir machen dich wieder schön sauber. Das gefällt dir doch, hm? Kleiner Freund. Ja, perfekt. Okay, dann kannst du ja weitergehen. Dann kommen wir nämlich jetzt auch dort hoch. Den brauchen wir nämlich dafür. Komm her, kleiner Adler. Und wir haben das nächste Teil. Was wir in einen von den Türmen einsetzen müssen. Ich glaube, wir gehen mal zu dem dort hinten hin. Oh, da oben ist auch ein komisches Symbol. Kommen wir da vielleicht hoch? Mal gucken. Ja, da können wir uns nicht dran festhalten. Schade. Müssen wir anders hoch. Müssen wir anders hochkommen. Vielleicht hier an der Seite. Ja, da kommen wir, glaube ich, hoch. Aber kommen wir da noch ein Stück weiter hoch? Müssten wir eigentlich. Mal gucken, wie hoch er uns befördert hier. Nein, ja doch.
So. Und nu? Nee, das ist zu hoch. Das ist eindeutig zu hoch. Da kommen wir nicht hoch. Das ist eindeutig zu hoch. Dann gehen wir mal zu dem Turm dort. Und setzen das... Fragment ein. Oh, hier ist noch ein Versteck. Interessant, da gehen wir mal rein. Ja, dann ist eine Flamme hier auch. Müssen wir wieder durchschießen, bestimmt. Vergebt mir, oh, Große, denn ich habe euch im Stich gelassen. Der Gottesmörder ist immer noch am Leben. Ich überlasse euch jetzt meinen Geist. Vielleicht ist durch meinen Tod diese enttäuschende Kriegerin, als die ich mich erwiesen habe, doch noch von Nutzen. Oh, interessant. Links leuchten drei Rauten. Die müssen wir bestimmt rechts anschalten. Mal gucken, ich gehe mal hin, ja? Was er hier möchte. Ah, wir müssen die anschießen. Ich sehe es. Das ist ein Spiegel. Genau, das ist ein Spiegel, der den Pfeil weiterleitet. Und nun folgt er uns auch hier die ganze Zeit. Mal gucken. Ne, wir müssen ihn runterholen. Wir müssen ihn wieder zurückholen. Komm mal ein Stück zurück, dass er den gar nicht erst bewegt. Mal sehen, ob er den richtigen Winkel. Ach, verdammt, der rutscht wieder runter. Okay, dann heißt es Timing. Dann heißt es jetzt Timing. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, rechts brennt schon. Die zweite brennt auch. Und die dritte auch. Perfekt. Haben wir es geschafft. Ah, gut. Kristalle haben wir. Sehr gut. Bin mal gespannt, was wir dann bekommen, wenn wir die Anzeige voll ist. Vielleicht nochmal einen Höhensprung, dass wir noch einmal höher kommen mit dem Adler. Wir gucken uns mal um. Wo ist der nächste Turm da vorne? Okay. Hier ist wieder eine Ruine. Und hier ist wieder ein Gewicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Die leuchten auch so komisch, die Pfähle hier. Oder die Säulen, die kleinen Säulen hier. So, was ist über uns? Nichts. Mal gucken, was der uns hier zu sagen hat, der hier so liegt. Was für eine grausame Poesie. In all meinen Jahren habe ich Cernos verehrt. Und nun? Nun steckt er mich und mein Dorf gnadenlos nieder, streckt. All meine Opfer, mein gesamter Glauben, wurde verraten. Wir holen uns mal das Gewicht. Irgendwas ist ja hier drin. So, Blick wieder aus. Ah, hier drin ist auch ein Gewicht. Ah, nee, da ist eine Truhe drin. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder solche Kristalle. Dann holen wir uns mal das Gewicht hier, was wir hier vorne gesehen haben.
Genau hier vorne war das. So. Und stellen das dort dann mal rauf. Genau. Sehr gut. Ja. Waren wieder Kristalle drin. Dann gehen wir mal hoch zu dem Turm da und befreien ihn mal von der Fäulnis. Ah, das ist doch auch hier noch irgendein so ein Rätsel. Ich sehe das doch schon. Dann gehen wir hier an die Tafel ran. Das erste Kind der Adlermutter war der Elch. In seinem Geweih trug er die Stadt der Wälder. Der Elch legte weite Strecken zurück, warf seinen Kopf hin und her, und wo die Saat den Boden berührte, wuchsen Rosen aller Arten. Jede Blume, jeder Grashalm, jede mächtige Kiefer und jeder Flecken Moos, all das trug der Elch in die Welt. Okay, wieder da. Sorry, das Spiel hat sich aufgehängt. Hab mal kurz neu gestartet. Wir sind aber hier geblieben. Gott sei Dank. Und geh doch mal zu der Tafel hier hin. Wobei wir die eigentlich schon gelesen haben. Mal gucken, ob er sich nochmal aufhängt. Ne, okay, jetzt geht's. Jetzt geht's, genau. So. Gut, dann machen wir weiter. Dann gehen wir hoch. Gucken wir mal mit unserem Blick hier. Ich würde sagen, wir gehen hoch zu dem Turm. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wenn wir die Insel hier von dem Fluch befreit haben, dass das alles richtig schön aussieht mit Pflanzen, mit Blumen und ja, dass das alles nicht so dunkel, so trist ist, so wie es jetzt ist. Kann ich mir echt gut vorstellen. Da ist wieder so ein Seil zum Hochziehen. Das ist gut. Auf geht's. Ja, ich glaube, das ist auch egal, woher wir das Relikt herholen. Da unten ist nämlich noch eins, das ziemlich in der Nähe war. Ich glaube, egal, welches Relikt man von wo holt. Passen alle in den Turm rein. Wir gehen mal da hinten zu dem Relikt schnell hin. Besser gesagt, lass uns hingleiten. Und holen uns das. Und wir müssen da rein. In die rote, brennende Wolke. Da müssen wir rein. Und wir müssen uns dem Kolossos stellen, leider. Auch wenn er uns so ein bisschen den Arsch versohlt hat beim ersten Treffen. Nein. Aber bevor wir aufgehen, gucke ich hier unten mal. Aber bei dem anderen gab es hier unten auch diese gelben Kristalle. Mal gucken, aber ich sehe keinen Eingang. Nee, okay. Dann gehen wir mal hoch und holen uns das. Nein. So. Was hat er uns hier zu sagen, Kollege? Ich war gerade im Begriff, die Brücke zu überqueren, als die schreckliche Verwüstung des Gottesmörders sich zeigte. Welch Macht! Selten war Böses von solcher Aggressivität. Es ist so abrupt da, wie es unvermeidlich ist.
Da unten ist wieder eine Truhe drin. Die holen wir uns gleich. Schaffen wir das überhaupt? Nein. Verdammt. Nein. Das haben wir nicht geschafft. Schade. Nehmen wir gleich nochmal hoch. Versuchen es gleich nochmal. Müssen wir nur gucken, wie wir hier reinkommen. Vielleicht von ganz oben, dann fliegen wir noch einmal hoch. Können wir noch einmal hochfliegen? Ja, aber das reicht nicht. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück. Das ist bitter. Kann sein, dass uns die Höhe fehlt. Ich versuch's nochmal. Es kann sein, dass wir uns noch eine... Na? Ja, uns fehlt einmal die... Doch, jetzt haben wir sie wieder? Nee. Doch. So, mal gucken, ob das langt. Ah, das wird knapp. Nein. Mist. Können wir hier landen? Ja, wir können hier landen. Ist hier ein Geheimgang? Nee. Oh, es hat sich so angefühlt eben. So, aber jetzt können wir darauf. Von hier oben nämlich. Das könnte was werden. Ja. Nächstes Symbol. Unser nächsten Turm. Bei diesen Schreinen können wir dem großen Cernos Opfergaben darbringen. Morgens bieten wir im Osten Waschung an. Abends danken wir im Westen. Irgendwas hier in der Nähe. Da drüben ist noch ein Turm. Das wird der letzte sein, bevor wir uns in die Wolke da hineinbegeben. Dann gleiten wir dort mal hin. Da können wir uns auch nochmal ein Symbol holen. Wir müssen uns einen Pfeil durchschießen. Yes. Oh, haben wir so bekommen. Brauchen wir gar nicht hingehen. Oh, was jetzt? Da ist er wieder. Nein. Oha. Da ist der Kolossos wieder. So, mal gucken. Oh nein, wir müssen raus aus dem Licht. Raus aus seinem... Oh, er sucht uns, er sucht uns. Wir müssen uns da verstecken. Können wir uns auch hier hinter verstecken? Wir müssen zu unserem Adler. Wir müssen zu unserem Adler. Wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Schade, wir können ja nicht schnell laufen. Uiuiuiui. Hoffentlich sieht er uns nicht. So wie es aussieht, bleibt er da stehen. Das ist gut. Ne, jetzt geht er weiter. Oder verschwindet er jetzt? Ist verschwunden, ne?
Nein, da geht er, da geht er. Ah, er kommt hier lang. Nein, um Stein rum wieder. Gefährlich. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er da hinten. Nein. Es kommt auch noch in unsere Richtung. Wir bleiben mal hier hinter. Da wird er uns ja nicht sehen. Wo ist er denn jetzt hin? Rechts von uns. Das wird der Elch sein. Eins von den Kindern. Nein, jetzt hat er uns. Nein. Oh, das ist ärgerlich. Oh, jetzt haben wir unsere Kristalle verloren. Oh nein. Verdammt. Das war ärgerlich eben. Na, erstmal machen wir unseren Adler sauber. Wir hätten uns besser verstecken sollen. Oder zumindest erstmal gucken sollen, wo er ist. Wo er sich hingespawnt hat. Was schwirrt hier denn rum? Schmetterlinge? Das ist eine Kombination, die müssen wir hinterher. So. Nein! Ach, verdammt, nicht geschafft. Noch ein Versuch. Und am Ende gibt es eine Belohnung. Ich glaube, so ähnlich ist das bei Zelda auch. Sowas ähnliches gibt's auch. Das ist mit den Crocs, hat das was zu tun. In Zelda gibt's so eine Crocs, die man, von dem man auch immer was kriegt. Wenn man die sammelt. Mit den Crocs kann man denn. Ah. Haha. Ist auf jeden Fall angelehnt da dran. Ist sehr, sehr ähnlich. Aus Zelda. Genau, da musste man. Das muss ich kurz überlegen. Ich glaube, da hat man Crocs gesammelt und mit den Crocs konnte man nachher im Spiel an dem Crocbaum. Ich glaube, sich irgendwas kaufen von. Irgendwie so war das. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wir wollten ja zu dem Turm da noch hin. Aber da hat uns ja der Kolossos erwischt. Ist uns in die Quere gekommen. Und der ist nämlich da direkt in der Wolke drin. Ich habe auch das Gefühl, dass die Wolke so langsam immer dichter kommt. Also, dass sie sich ausbreitet. Geh mal hier hoch. Ah ja, hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Genau. Da haben wir ja schon gegengeschossen. Und da ist wieder die Wolke. Und da ist auch unser letzter Turm. Aber das machen wir im nächsten Let's Play. Wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen gerne Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.